Abschied für Phoenix 96. Im feierlichen Rahmen wurde der älteste Polizeihubschrauber in Deutschland jetzt aus dem Dienst genommen. Aktive sowie ehemalige Mitglieder der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen verabschiedeten den 37 Jahre alten Veteran. Es ist also, ich finde, ein Stückchen Polizeigeschichte, weil wir diesen alten Veteran ihn jetzt quasi in die Pension schicken, in einen wohlverdienten Ruhestand. Also es ist ein wehmutiges Gefühl dabei. Seit 1979 war DHOPQ mit dem bereits ausgemusterten DHOPE im Auftrag der Landespolizei Niedersachsen unterwegs. In dieser Zeit haben die beiden Hubschrauber mehr als 43.000 Starts und Landungen absolviert. In knapp 19.500 Flugstunden erlebten sie Einsatzflüge zu Castortransporten, Hochwasser oder zum Besuch des amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Routineeinsätze wie die Fahndung und die Suche aus der Luft natürlich auch. Abgelöst werden die beiden Aerospatial Dauphin durch zwei Helikopter vom Muster EC-135P2. Diese gingen bereits letztes Jahr in den Dienst. Die Technik ist natürlich bei dem neuen schon eine ganz andere. Sie haben eine Klimaanlage, sie spüren kaum Bewegung. Nicht ein tolles Gefühl zu wissen, dass wir schon neue Technik haben, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. Und dann geht er los. Der letzte Flug von Phoenix 96. Da ich jetzt beide Maschinen kenne, ich bin ja im August schon mal mit der neuen Maschine geflogen und jetzt mit der alten, kann ich nur sagen, das ist wie, als wenn Sie quasi von einem Mercedes in einen Gogo einsteigen. Ja, das war natürlich ein Erlebnis, diesen letzten Flug begleiten zu dürfen. Eine ganz besondere Mission, wenn Sie so wollen. Tolles Wetter, gute Stimmung, ein bisschen Wehmut. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Zeigt auch nicht nur, was der Hubschrauber kann, sondern auch, wie schön Hannover und der Flughafen von oben ist. Die letzte Reise von Phoenix 96 ist vollendet. Die Geschichte des Helikopters ist jedoch noch nicht ganz zu Ende. Sowohl Phoenix 96 und auch 95 sollen versteigert werden und möglicherweise noch weiterfliegen.